ein wunderschöner Samstag. Ich habe Bock, mein Setup zu upgraden und das werden wir heute machen. Dieses Paket ist angekommen und noch sehr viel mehr, was ich jetzt gleich alles noch hinbringen werde. Ich habe mein ganzes Weihnachtsgeld verprasst und ich habe gedacht, ich nehme euch einfach mal mit und mache einen Vlog daraus. Deswegen habe ich auch extra neues Mikrofon geholt. Deswegen hoffe ich, dass es ganz gut klingt. Es ist das VideoMic Pro Plus auf meiner Canon EOS 600D. Leute, ich habe wirklich mal Bock, einfach so einen Vlog zu machen. Vielleicht ist es ein bisschen was anderes anstatt mein Nerd-Gaming-Stuff und so. Ich glaube, euch ist eigentlich egal, was. Ich hab das ja schon im letzten Video besprochen. Ich glaube, euch ist egal, was für Videos kommen, solange irgendwie ein Video kommt. Deswegen, let's get it! Okay, hier ist das gute Stück, was ich gerade eben reingetragen habe. Und zwar ist das so eine Monitorhalterung, die ich mir bestellt habe, weil aktuell ist mein... Oh, das sieht man jetzt relativ wenig. Das ist mein aktuelles Setup, ja. Ich habe das ja umgestellt. Oh, ich glaube, ihr kennt das ja noch gar nicht, dass das hier auf dem Tisch hier ist. Also ich kann jetzt mal noch von hier so. Es war ja vorher die zwei Monitore, die waren da drüben auf dem Tisch, beziehungsweise dieser ganze Tisch, der war da drüben. Ich habe das praktisch einmal umgekehrt, dadurch, dass da so halt irgendwie viel mehr Platz im Raum ist. Also das sieht jetzt nicht so groß aus, der ganze Platz, aber eigentlich ist es schon relativ viel Platz, den ich dadurch bekommen habe. Und dann ist praktisch dieser weiße Tisch... Jetzt mein Unboxing-Tisch nenne ich ihn jetzt einfach mal, beziehungsweise, ja, einfach ein Tisch so zur Ablage. Also ich habe dann beispielsweise meine alte Elgato, schaut auf meine Elgato Gaming, ja, meine alte PS3, die ich auch schon lange nicht mehr verwendet habe. Aber die Monitore, die machen halt relativ, die nehmen halt viel Platz weg mit ihren ganzen Ständern darunter. Deswegen jetzt hier diese Monitorhalterung. Versuchen wir mal anzubringen. Außerdem, ich zeige euch mal einfach alles, was ich so gekauft habe in letzter Zeit, beziehungsweise gehen wir mal weiter mit dem Interface, was ich jetzt hier habe. Das ist das, ja, UX2 von Line 6. Ich hatte ja vorhin das ganz normale Rode, was hier bei diesem Mikrofon mit dabei war. Und das Ding ist einfach so geil. Also es hat halt so eine eigene Software, die damit geliefert wird. Das ist halt das Gute an dem Interface. Mit dem kann ich halt ganz viel einstellen und so. Und das klingt halt dann direkt gut und deswegen ist es perfekt zum Stream. Das habe ich jetzt einfach mal schon angeschlossen, weil ich einfach nicht abwarten konnte. Mein altes Interface hat übrigens Varian bekommen. Und wenn ihr diesen Vlog seht, dann werdet ihr auch den ersten Podcast schon sehen, wenn ihr in die Videobeschreibung klickt. Podcast mit Varian und mir auf UX Gaming, UX Uncut. Er hat mein altes Interface bekommen, hat sich ein neues Mikrofon geholt. Und ja, jetzt haben wir praktisch zusammen was aufgenommen mit in guter Qualität. Also schaut unbedingt vorbei. Außer der Monitorhalterung werden wir auch noch diese Dämmplatten hier so ein bisschen anbringen. Dadurch, dass mein Sprühkleber alte war. Mein alter habe ich mir jetzt neuen geholt. Und damit kann ich die jetzt wieder hier an die Wand ranbringen und so. Und wir versuchen das Kabelmanagement mit diesen Klett-Kabelbindern ja, zu verbessern. Denn jetzt gucken wir uns mal das aktuelle Kabelmanagement an. So sieht es aktuell aus. Einfach mal einen Vorherblick. Ich zeige euch auch mal, wie es untenrum aussieht. Ja, auf jeden Fall relativ unschön und ich möchte das so ein bisschen gegliedert haben, damit das... Es fuckt mich halt auch sehr, ne? Also hier gehen die Sachen in die PS4 und da hinten kommen die Monitor raus und dann noch die Elgato HD60S, schaut dann an Elgato hoch 2. Ja, es ist halt wirklich nicht schön, es geht halt einfach nur alles immer hinten runter und dann irgendwo hier rechts so zu diesen ganzen, ja, Netzteilen und so. Ja, ihr wisst, wie ich meine, deswegen will ich das einfach so ein bisschen verschönern, deswegen habe ich mir noch diese Kabelbinder geholt. Außerdem haben wir eine eigene UX-Flagge von xus.de bekommen, hier hängen wir noch auf. Ich versuche sie hier an diese Wand irgendwie zu bekommen. Da steht übrigens meine Gitarre jetzt auch, beziehungsweise ist da aufgehangen. Danke nochmal an Antonias Vater, der damit geholfen hat. Und dieses leere Space gehört gefüllt. Hier soll nämlich nichts einfach nur weiß bleiben, ansonsten halt es auch extrem, wie ihr wahrscheinlich auch schon so ein bisschen hören könnt. So, jetzt wisst ihr, was wir heute alle zu tun haben. Wir machen die Monitorhalterung, wir machen das, die Flagge hoffentlich, wir machen Kabelbinder und wir machen diese Dämmplatten. Denn die da oben, die hier oben, da ist schon der Sprühkleber alle gegangen, deswegen seht ihr da vielleicht auch so ein bisschen... Dass die da so ein bisschen... Ja, die geht halt so, schon so ein bisschen ab, deswegen machen wir das nochmal neu und schön. Ich weiß noch nicht, ob ich die jetzt einfach... Ich habe jetzt noch 4 Dämmplatten übrig. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt einfach hier so weiterführen lassen soll oder da drüber oder hier. Aber da soll ja eigentlich die Flagge hin, deswegen... Oder halt hier rechts, aber das bringt ja eigentlich auch nicht viel, ne? Also eher würde ich dann hier zu tendieren, diese Reihe vielleicht jetzt machen. Ich glaube, ich mache das, ja. Man muss bei diesem Sprühkleber immer ein bisschen aufpassen. Da steht auf jeden Fall schon mal Gefahr drauf. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten. Was ist bitte bersten? Eine Dose vor Gebrauch gut schütteln, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Ich glaube, das stinkt aber auch, das Zeug. Shake, shake, shake. Ah, shake, shake. Okay, versuchen wir es erstmal. Ah ja. Okay, ich glaube, ich brauche vielleicht auch ein bisschen was zum drunterlegen, weil ich habe jetzt schon ein bisschen auf meinen Tisch gesprüht. Das dürfte ja reichen. So? Okay, ich habe den Geruch auch anders in der Erinnerung. Okay, jetzt hier schön. Sieht doch gut aus.
Geil. Hier ist noch so eine ganz billige Tischdecke. Die nehme ich jetzt einfach dafür. So. Ja. Yeah. Geil! Alter, das ist ja so eine Art ASMR. Ich weiß nicht, aber irgendwie liebe ich es einfach aufzuräumen bzw. etwas umzubauen oder was zu verschönern, worauf ich Bock habe. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist aber auch erst so, seitdem ich eine eigene Wohnung habe, weil mein eigenes Zimmer früher zu Hause, das war halt, das war halt immer random. Also ich habe mir dabei nichts Gedanken gemacht, wie was aussieht. Oder ob die Möblierung, so wie ich sie habe, irgendwie funktionell Sinn macht. Ich habe einfach immer nur so einzelne Sachen gekauft, weil ich darauf Lust hatte, beziehungsweise weil ich so einzelne Sachen dann cool fand oder ich überhaupt erstmal ein neues Bett brauchte oder irgendwie sowas halt. Das schneiden wir raus. Die vorletzte Platte. Ja, ich glaube, wir machen die dann wirklich komplett einmal hier lang. Ich glaube, das ist cooler. Okay, wir haben jetzt noch zwei Platten, Leute. Mein Ziel ist es ja, dass so wenig Hall wie möglich in diesem Zimmer ist. Deswegen ist es halt für mich wichtig, dass jede freie Fläche, die halt irgendwie Hall erzeugen kann, so wie jetzt gerade diese Ecke, in der wir uns gerade befinden, dass da halt irgendwie eine Oberfläche ist, die nicht komplett 1:1 das zurückknallt. Knallt. Okay, jetzt haben wir noch eine einzige Platte. Ich weiß nicht, ob macht das Sinn, die hier so hinzumachen? Das ist aber auch irgendwie wack, oder? Obwohl, I fuck with that shit. Nee, komm, wir machen wirklich hier einen weiter noch. Okay, die letzte Platte. Hier den Kleber in der Hand. Alter, das Zeug stinkt echt bestialisch. Okay. So sieht das Ganze jetzt aus. Ist nicht schlecht. Das sieht echt riesig aus irgendwie in der Kamera, oder? Also ich meine, das hier ist halt auch eine große Fläche. Aber das hier, halber Kilometer, Alter. Jetzt wasche ich aber auf jeden Fall erstmal meine Hände. Ah, sehr gut. Okay, weiter geht's. Okay, das hier, was übrigens schon kaputt angekommen ist, I don't know, packe ich jetzt wieder hier rauf. Übrigens, falls ihr euch jetzt für irgendwelche Sachen interessiert, die ich jetzt hier geupgradet habe für mein Gaming-Setup, ist alles in der Videobeschreibung verlinkt mit Amazon Reflink. Also, ihr wisst, ich bin Student und verdiene nicht so viel Geld mit Videos. Deswegen, falls ihr irgendwas über Amazon kaufen wollt, dann macht das doch bitte über einen Reflink. Das kostet euch nicht mehr und ich habe schöne Gutscheine, mit denen ich mir noch schöne Sachen für mein Setup kaufen kann, wie zum Beispiel diese DIMM-Sachen. Ja, alles in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach runtergucken. Reflink, Hashtag Werbung, Amazon, I got you. So, jetzt natürlich die große Frage, wie kriegen wir diese riesige UX Gaming Flagge dort an die Wand, weil ich habe keine Reißzwecken und die haben hier so, warte, ich zeige euch das mal, runden Plastikdinger drin, woran man die dann praktisch aufhängen kann. Also eigentlich ist die Flagge so von der Qualität so krass, dass die halt einfach auch draußen hängen könnte. Also ich könnte diese Flagge wirklich hissen, also ist eigentlich keine Flagge für drin, also man kann sie natürlich auch drin aufhängen und so. Aber ja, ich habe jetzt auch die große Flagge übrigens genommen, also es gibt die große und die kleine Flagge im Xus Shop, damit die halt möglichst viel Raum ausfüllt, damit hier möglichst wenig Halt an dieser leeren hässlichen weißen Wand. So, und die Idee ist mir gekommen, dass ich jetzt, übrigens Red Dead Redemption 2 ist nicht meins, sondern das von Floyd. Floyd, falls du dich fragst, wo dein Red Dead ist, das ist bei mir noch. Hier, ich versuche mit doppelseitigem Klebeband, versuche ich diese Dinger von diesen Brotstücken zu befestigen an der Wand, die das hier dann so durchhalten an der Wand, so befestigt. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber wir versuchen es, Leute, wir versuchen es. So sieht meine Konstruktion jetzt aus und mal gucken, ob sie an der Wand dann hält. Das ist echt richtig retarded, was ich hier mache. Falls ihr fragt, warum die so ein bisschen zerknittert ist, ja, die war auf jeden Fall auch mit auf Malle. So fände ich es schon irgendwie geil. So hält es einigermaßen. Ich mache schnell das zweite dran. Ah! Nein! Leute, ich habe zu viel Druck drauf gemacht. So. Es sieht aus, als würde es wirklich klappen. Ist das geil oder ist das geil? Das Ding ist, Antonia hatte sich schon richtig schlecht gefühlt, weil sie diese Brotdinger, also damit sind halt immer diese Brotpackungen, sage ich mal, zugemacht oder Toastbrotpackungen. Und Antonia hat sich schlecht gefühlt, weil sie die immer aufhebt, weil sie denkt, ah, irgendwie können wir die doch bestimmt immer noch benutzen und wir sie eigentlich nie benutzen. Und jetzt haben sie das erste Mal eine Verwendung gefunden. Lifehack, Leute. Doppelseitiges Klebeband und diese Brotzuclip. Zack. Ich feiere das immer noch, dass es einfach hält, Leute. Es hält halt einfach. So, jetzt noch einen ganz kurzen Streifen. Boom! Yes, ja. Man kommt einfach so rein. Ja, hier sind jetzt ein paar Kartons, aber man kommt so rein und denkt sich einfach, yeah! Okay, wir haben das jetzt hier und das hier ist fertig. Jetzt heißt es, nur noch diese Monitorhalterung dran bauen und dann die Kabel nochmal neu verlegen. Ich denke mal, da werde ich einfach alles
abmachen und wieder dran machen. Ich denke mal, so ist es am einfachsten. Übrigens, wenn euch dieses Video bisher jetzt schon gefallen hat, dann gebt auch unbedingt eine Bewertung auf dieses Video ab. Das würde mich wirklich enorm freuen, da das natürlich immer auch mit ein bisschen Arbeit verbunden ist. Was heißt ein bisschen Arbeit? Das ist wirklich eine ganze Menge Arbeit. Deswegen gebt unbedingt eine Bewertung ab. Ihr wisst ja, ich mache das nicht hauptberuflich, beziehungsweise ich mache das nur als Hobby. Deswegen freut es mich einfach, wenn Leute das appreciaten und sagen, hey, mir gefällt dieses Video. Das würde mich wirklich freuen. Ehrlich. Aber jetzt weiter. Okay. Ja, unsere Werkzeugschublade darf natürlich nicht fehlen bei dem ganzen. Ein Hammer werden wir jetzt wahrscheinlich weniger gebrauchen, aber hier sind alle Sachen drin, die man so gebrauchen kann, beziehungsweise die wir so daheim haben. Oh, fuck's sake. Ein weiterer Karton für die Sammlung. Okay, öffnen wir das Ding mal auf. Machen wir mal ein Thumbnail-Bild. Oh ja, für die ganzen Styropor-Lieber aber. Ah ja, Installation Instruction. Wie immer brauchen wir die nicht. Wer mein Unboxing von meinem Rode Mikrofon gesehen hat, der wird das ja wissen, dass wir eine Anleitung eigentlich nie gebrauchen können. Natürlich wieder alles unnötig in Plastik verpackt, aber ja, ist halt so. Okay, schauen wir vielleicht doch einfach mal in die Bedienungsanleitung kurz rein. Ja, wir machen mal eine Timelapse. Bis gleich. Okay, auf diesen ganzen SD-Karten könnte Magic Lantern drauf sein, aber ich weiß nicht auf welcher. Deswegen ene, mene, mu und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht, musst erst sagen, wie viel Speicher du hast. 16? Nee, ich probier's einfach mit der. And I just been starting for real. Like I just been ducking the deal. Cause I just been fucking for real. Die Monitorhalterung ist jetzt fast fertig, also ich habe sie jetzt schon mal komplett zusammengesteckt, wie ihr gesehen habt. Jetzt muss sie nur noch, genau, dahin. Ich krabbel gleich hier so drunter. Und dann sehen wir uns gleich auf der anderen Seite wieder. Oh, alles klar. Ach, geschafft. Ich würde sagen, ich stecke erstmal alle Kabel aus. Kloppen wir das Teil mal dran. Shit! Okay, das aktuelle Problem ist folgendes. Diese Halterung ist hier von hier zu kurz. Also der Tisch ist halt so breit, beziehungsweise da, wo es halt dran soll, ist es halt zu breit, genau. Aber wir versuchen jetzt einfach, den hier runter zu machen, damit das hier insgesamt ein bisschen länger wird. Wir versuchen es. Okay. Das wirklich so klappt, wie ich es mir vorstelle, ich wäre der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Ah, das wird eng, aber es könnte klappen. Okay. So passt sie dran. Okay, es sind jetzt ungefähr so 1 bis 2 Stunden vergangen, aber wir haben auf jeden Fall Fortschritte gemacht. Die Halterung steht, sitzt, ist dran. Ja? Alle 3 Monitore sind auch schon dran. Und ich habe auch schon so ein bisschen, was so Kabel angeht, geordnet, aber das ist jetzt die letzte Aufgabe für heute, das Kabelmanagement einigermaßen in den Griff bekommen. Außerdem ein neues Interface halt anschließen, das Line 6 UX2 und noch ganz viele andere Sachen natürlich, so Internetkabel und alles. Wir kriegen das hin. 3, 2, 1. Diese schönen Dinger hier habe ich mir nämlich bestellt. Ich glaube, das sind insgesamt 100 Stück. Ich glaube, für 7 oder 8 Euro oder so bei Amazon. Die kann man ja einfach immer abreißen. Dann sind das praktisch so diese Zip-Ties, die man normalerweise auch hat. Nennt man die Zip-Ties? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall halt mit Klettverschluss. Und so kann ich die Kabel halt so einfach hier reintun und dann zack zu. Und dann habe ich sie alle gemeinsam gebunden. Und davon halt 100 Stück für richtig günstig. Und halt, du hast halt keinen Abfall mäßig. Also für alle Zero-Waste-Kits da draußen. Ja, kann man auf jeden Fall eher benutzen als diese Plastikteile, die man dann halt einmal benutzen kann und dann sind die fest und dann, wenn man die Kabel wieder, wenn man nur ein Kabel wieder rausnehmen will, muss man halt das ganze Ding wieder komplett knacken und so kann man es halt immer einfach auf und zu machen und mit Klettverstoß, das Prinzip kennt ihr. Aktuell müssen wir das alles hier, ja, ist auch alles so ein bisschen dreckig und beziehungsweise ein bisschen verstaubt, aber der Tisch ist halt schwarz, deswegen ist es halt relativ anfällig für Staub und so, aber mit dem müssen wir jetzt hier gerade alles kämpfen. Ich habe sehr hübsche Kuschelsocken an. Ist ein gemütlicher Samstagabend bzw. Nachmittag und wir machen das Setup. Der wunderbare Tag eines Nerds. Dieses Kabel hier ist ein bisschen zu kurz insgesamt, deswegen passt es leider nicht. Ich versuche eigentlich alle Kabel von links nach rechts hier durch die Mitte und dann halt zum PC bzw. zu den Steckdosen und so zu führen, aber es geht nicht hundertprozentig auf. Das Geile ist halt, wenn man natürlich 100 Stück hat, dann kann man die natürlich auch mega wasten, also so viele nehmen, wie man halt braucht bzw. so viele, wie man halt benötigt werden.
Habt ihr übrigens auch das Gefühl, dass ihr zu wenige USB-Ports habt? Ich schwöre, ich komme nicht aus mit 4 USB-Ports. Also ich habe mir zwar so ein Adapter-Ding geholt, aber da kommen halt nicht, passen halt nicht alle dran, beziehungsweise manche brauchen halt den Saft direkt vom ne, PC. Und deswegen, habt ihr da irgendwie eine Lösung oder so? Dann schreibt mir erstmal in die Kommentare. Also ich habe halt die Elgato dran, ich habe das Mikrofon dran, ich habe meine Tastatur dran und die Logitech muss auch noch irgendwie dran und mein Headset natürlich. Ist schwierig. Okay, der letzte Clip ist jetzt wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger her, denn ich habe jetzt einfach gedacht, ich mache das so ein bisschen off-camera. Es scheint, als wäre ich fertig, wahrscheinlich. Ich zeige es euch einfach mal. So sieht das Ganze jetzt aus der Sicht von UX Charlie aus, wenn er ein Video aufnimmt. Ja, und ihr seht, nichts drunter, ein Ding drunter und nichts drunter. Ja, es ist sehr viel mehr Platz drauf. Ich schaue gerade ein Krompig-Video und natürlich Sniping-Teaser vom UX Sniper Squad. Oder Sniping Squad, den Floyd mir gerade geschickt hat. Also es passt erstmal alles. Ich muss nochmal gucken, wie ich hier mit diesen Gelenken, sag ich mal, zurechtkomme. Also damit das nicht immer die ganze Zeit überlappt. Aber es liegt wahrscheinlich, dass ich halt die maximale Größe von den Monitoren halt jeweils habe. Also die beiden sind halt die maximale Größe, die da halt auf dieses Gestell drauf passen. Und der hier ist halt eine Nummer kleiner. Aber das wusste ich halt auch schon vorher. Ja, und ansonsten gucken wir mal, wie es beim Kabelmanagement aussieht. Also ich habe jetzt, ihr habt ja vorher den Batzen gesehen und so fett ist er danach immer noch. Also ich weiß nicht, wie viele ich insgesamt verwendet habe, obwohl ich wirklich viele verwendet habe. Also da kann ich mir wirklich glauben, also es waren wirklich viele, die ich genommen habe. Aber gut, schauen wir mal drunter. Und wie ihr sehen könnt, man sieht erst einmal gar nichts. Auch wenn man hier von der Seite guckt, sieht alles relativ gut aus. Also wenn man so sieht, ist erstmal alles clean. Aber wenn man natürlich, okay, das ist jetzt nicht alles nicht perfekt gelöst, sag ich mal. Ich glaube, ich müsste mir dafür so eine Kabelbox oder sowas kaufen, die ich dann aber noch rankleben müsste an die Wand und so. Das klappt alles nicht so richtig. Deswegen bin ich schon sehr zufrieden, dass wenn man so guckt, dass da nichts zu sehen ist. So, das sieht auch clean aus, Leute. Ganz ehrlich. Wir haben unser Setup sehr schön aufgefrischt heute. Den ganzen Samstag eigentlich mit verbracht, aber es hat sich ja im Endeffekt gelohnt. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Holt euch auf jeden Fall diese Dinger hier, wenn ihr auch so ein bisschen Kabelmanagement in den Griff bekommen wollt. Das macht nämlich sehr viel aus, finde ich. Also, ich war vorher auch nie so ein Nerd, der so richtig drauf geachtet hat, aber jetzt finde ich das eigentlich ganz cool, dass alles so ein bisschen, ja, im so seinen Platz hat, sag ich mal. Ja. Ich hoffe, euer Daumen hat auch einen ganz gewissen Platz, und zwar in meinem Herzen. Also gebt ihn mir doch bitte auf dieses Video, wenn euch das Video hier gefallen hat. Ja, wie gesagt, alle Sachen sind unten verlinkt. Wenn ihr mehr so Setup-Updates oder irgendwie sowas sehen wollt, wenn ich mal irgendwie was auffrische in meinem Setup. Ich muss nämlich auf jeden Fall noch ein bisschen an meinem Hintergrund-Game arbeiten. Ich habe hier links mein altes UX-Jersey und hier rechts vom Neo-Magazin ja das Poster. Habt ihr alles schon in der Roomtour gesehen? Mittlerweile habe ich auch so eine Filmklappe so ein bisschen im Hintergrund. Die habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen von Antonias Eltern. Ja, mega cool. Ich muss so ein bisschen aber trotzdem noch mein Hintergrund-Game update natürlich, ne? Die Kartons und so, die sind natürlich weg und die Unordnung, die kriegen wir auch noch irgendwann hin. Aber ich brauche irgendwie so ein bisschen den Hintergrund, den man auch sieht praktisch mal in Videos, sag ich mal. Also wenn man jetzt als Video guckt, dann sieht man halt immer nur das hier so. Und das ist halt nicht so der beste Frame, sag ich selber mal. Aber generell bin ich sehr zufrieden mit dem Hintergrund, wenn ich, also abseits von Videos, sag ich mal. Also ich habe hier auch so eine Fernbedienung, mit der kann ich halt auch die anschalten und die dann halt jeweils, ne, LED-Scheiße und so, ja. Das kennt ihr wahrscheinlich auch schon von ganz vielen anderen bekannten Twitch-Streamern. Ja, und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ich finde eigentlich alles, was ich mir geholt habe, ziemlich geil. Also beziehungsweise es hat sich alles so ein bisschen gelohnt, finde ich. Natürlich die Flagge, enorm geil. Und dieses, also es sind halt alles so kleine Sachen für ein Setup-Update, sag ich mal. Also es ist jetzt nicht über krass massives, aber halt alle Sachen so in einem sind halt alles so kleine Gadgets, sag ich mal, die man sich auf jeden Fall gönnen kann, wenn man sein Setup nur so ein bisschen upgraden kann. Man muss ja nicht immer alles gleichzeitig holen, wenn jetzt nicht gerade Weihnachten oder was weiß ich ist. Und also falls ihr irgendwie ein bisschen Geld über habt und Bock drauf habt, euch sowas zu bestellen, dann ich würde es euch empfehlen. Wenn ihr aber nicht so eine krasse Nerd seid wie ich, dann kann ich auch verstehen, dass man das nicht braucht. Ansonsten hoffe ich mal, das Video hat euch gefallen. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Euer UX Charlie.